Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr hier reinschaut. Ein weiteres neues Let's Play steht an. Es ist Song of Horror, wie ihr seht. Es ist wieder ein Horrorspiel. Ich habe zurzeit ziemlich viel Lust drauf und ich habe eine kleine Lücke, bis Dead Space 2, sage ich schon, Remake rauskommt. Und deswegen mache ich jetzt mal hier Song of Horror. Ich habe eigentlich keine Ahnung vom Spiel, habe ganz kurz eine Beschreibung gelesen. Das Spiel, Servus erstmal, handelt anscheinend wieder, ja, den Namen schon sagt, von irgendeinem Horrorgenre. Es geht aber hier um Detektivarbeit und Rätselchen zu lösen. Es gibt auch Quicktime-Events, habe ich gelesen. Mehr weiß ich nicht. Aber ich habe Bock drauf. Schauen wir mal, was das wird. Wer es kennt, wird natürlich jetzt hier nicht so überrascht sein. Wer nicht, mag vielleicht ein neues Spiel für sich entdeckt haben. Weiß ich nicht. Das könnte sehr interessant werden, wenn man so ein bisschen immer mehr und mehr mit den Hinweisen in die Story hineingezogen wird, wenn es halt gut gemacht ist. Ich habe aber gute Sachen gehört. Soll nicht schlecht sein. Völlig überraschend, dieser Titel, der war bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Legen wir los. Vielleicht werde ich mich ab und zu mal bei diesen Zwischensequenzen, falls es hier so gibt, sowas gibt, mal kurz wegdrücken, damit ich nicht im Weg bin. Auf jeden Fall soll das ziemlich intelligent gemacht sein, habe ich gelesen. Hoffentlich stimmt's. Das ist die Büchse der Pandora. Schnell schließen. Daniels oder Daniels Wohnung, wie man mag. Home sweet home. Ach, ich bewege ihn schon. Er bewegt sich, ja, ein bisschen träge. Oh, man kann hier viele Sachen gleich sehen. Ich kann hier gleich mal Sachen angucken. Meine alte Taschenlampe. Aha. X könnten wir drücken. Achso, dann beschreibt er nur die Taschenlampe. Wenn ich hier drauf drücke, macht das Licht aus, ja. Okay, wir können mit vielen Sachen interagieren, offensichtlich. Also erstmal aufs Klo gehen. Der Toilettenablauf stinkt wie immer. Mach mal sauber, Junge. Hier können wir rein. Aha, ich hätte nicht gedacht, ne, dass wir das hier aus der Außenperspektive sehen. Interessant, hier ist eine Kiste. Ich glaube, das ist alles noch sehr uninteressant, aber wir erfahren ein bisschen Hintergrundstory, wenn ich halt mir die Story, die ganzen Items angucke. Meine Plattensammlung der 80er Jahre. Aha. Telefon, hat jemand angerufen? Checken wir gleich mal. Weiß nicht, könnt ihr das alles da unten lesen? Ich lese es vorsichtshalber mal vor. Ich hoffe, dass er heute nicht anruft. Komm schon, Etienne, es ist Freitag. Etienne von Rocket Beans? Sophie, ich habe Jahre gebraucht, um diese Bilder wieder aufzustellen. Yo. Vollgestopft mit verschiedensten Dingen. Meine Wohnung ist definitiv zu klein. Sebastian P. Hasche, Autor von Geschichtsromanen. Von seinen letzten Romanen wurden 4 Millionen Exemplare verkauft. Anscheinend können wir hier gar nicht so viel machen. Wir können hier durch die Tür aber gehen. Muss mal bügeln. Dieses Wochenende steht mir ein lustiger Bügelmarathon bevor. Alles klar. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ich bezweifle, dass sie auf den Kleiderschrank passen würde. Er meint die Koffer. Hier hat er seinen Hut. Ich habe diesen Hut vor etwa 10 Jahren gekauft, nachdem ich The Untouchables gesehen habe. Guter Film übrigens. Ich kann mich nicht erinnern, ihn einmal getragen zu haben. Okay, das war dann vielleicht doch nicht so eine kluge Entscheidung. Okay, hier gibt es anscheinend gar nicht mehr, ne? Hier gibt es diese Koffer. In dem Eck ist nichts. Wir können den Raum nicht weiter betreten. Tja, erstmal geht es jetzt darum, rauszufinden, was wir hier überhaupt tun sollen, oder? Wir landen hier in dieser Wohnung und gucken. Ah, das Telefon. Seriously. Aha, so entwickelt sich die Story. Alles klar.
Ladezeit, ganz schön. Aber es ist halt noch ein PS4-Spiel. Die PS4-Spiele brauchen irgendwie immer länger auf der Hello, PS5 zum Laden. Daniel. It's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening and there's an emergency? Oh, yeah. This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found. And his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Tja. Again. Noch kein schönes Wochenende, wa? And I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Die Untertitel sind deutlich zu klein. Die mache ich auf jeden Fall ein bisschen größer, wenn es geht, weil ich kann nicht bei diesen Passagen alles übersetzen. Ich schaue mir es gleich mal an. Auf jeden Fall sollen wir jetzt diesen Husher finden und sein Manuskript. Weil er der Star des Verlags ist, sozusagen. Auftakt. Ein Freitag wie jeder andere. So, endlich geht's also los. Also was haben wir erfahren? Wir sind irgendwie auf der Suche nach diesem Husher, so ein Autor, und der ist verschwunden. Und sein Manuskript wäre wichtig, weil er ist ja auch der Star des Ganzen hier, des ganzen Verlages, für den wir arbeiten. Moment, gibt's denn hier irgendwo diese Untertitel, Leute, dass die größer sind? Wartet mal, gucken wir uns das mal an. Untertitel, here we go. Hier sind wir. Ja, Untertitel und Schriftgröße groß. Ach, Schwierigkeitsgrad. Ist ja witzig. Ich meine, ich kenne die zwei hier gar nicht. Hoffman und James, wobei James mir bekannter vorkommt. Aber Poe ist ja echt bekannt und Lovecraft natürlich. Wir sind anscheinend jetzt auf Schwierigkeitsgrad Edgar Allan Poe. Das ist okay. Ja, ich habe jetzt die Schrift vergrößert. Ich hoffe, man kann es jetzt besser lesen. Seht ihr das jetzt? Ich hoffe es. Ich kann es nicht immer vorlesen, Leute. Okay, wir sollen nicht die Seitentür nehmen, weil er zum Haupteingang möchte. Okay, wir müssen diesen Typen finden, ganz offensichtlich. Ne? Da werden wir wahrscheinlich noch einige Sachen dazu entdecken. Okay, wir müssen uns also alle Hinweise genau anschauen und dann mal logisch denken, falls es klappt. Eine Zeitung. Auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Hello? Is that music? I'd better take a look. Ich
frage mich, ob die Anfangsszene dieser Autor war, der diese Box da geschlossen hat. Und was war das für eine Box? Oh, Lichtquelle. Jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Figur? Spielen wir mehrere Figuren wahrscheinlich, ja? Um sie aus- und einzuschalten, drücke R2 oder R3, aha. Wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in der das Licht scheinen soll. Den rechten Trigger. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten. Okay, alles klar. Okay, sie wird niemals ausgehen. Okay. Ich verstehe. Ganz easy eigentlich. Was ist das hier? Das ist die Toilette offensichtlich. Aber wir müssen alles jetzt angucken, Leute. Mir geht es viel besser, seit ich aufgehört habe zu trinken. Genau das wollte ich noch sagen. Vielleicht könnte ich Sophie fragen, ob sie ausgehen möchte. Ach was, konzentrier dich, Daniel. Ja, also seine Frau hat ihn ja verlassen, weil er ja ein richtiger Säufer geworden ist. Hat aber eine Therapie gemacht, das haben wir ja vorhin gesehen. Ist anscheinend jetzt trocken. Der Alarm ist ausgeschaltet. Besser so, wenn er losgeht, habe ich eine Menge zu erklären. Da ist der Hut. Nein, da kommt die Musik nicht her. Ich will mir trotzdem alles anschauen. 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Die zeigt wohl immer 12 Uhr an. Reiseführer. Was stand da? Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde niemals solche Bilder aufhängen. Ja, die schauen jetzt nicht gerade freundlich aus. Das ist wohl wirklich wahr. Und hier? Hascha ist auf vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl von seiner Familie, schätze ich. Die Musik wird lauter. Die kommt von hier irgendwo. Ein schicker Plattenspieler. Sieht alt aus. Wie schön. Klingt wie ein Engel. Schau dir all diese Flaschen an, wenn ich daran denke, dass ich mein Leben damit fast ruiniert hätte. Da kommt die Musik her, oder? Oder nicht? Die Pflanze ist gerade noch am Leben, wenn überhaupt. Wann wurde sie das letzte Mal gegossen? Da steht da Geschichts- und Kunstzeitschriften. Ich habe nichts gegen diese Literatur, aber sie würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Tja, man braucht da, glaube ich, schon ein Interesse. Ein ausgestopfter Hirsch. Aha, man muss auch dorthin schauen, damit er das überhaupt sieht. Als anwählbares Objekt. Der Kopf von diesem Hirsch ist fast so groß wie ich. All diese Bücher hat Hascha selbst geschrieben. Es müssen Erstausgaben sein. Das ist ein Schachspiel. Schachbrett passt wirklich gut zum intellektuellen Ambiente in diesem Haus. Immer diese Oberflächlichkeiten. Aber Schach macht Spaß, Leute. Bei so vielen Menschen im Haus ist es kein Wunder, dass niemand jemals die Anrufe von Etienne beantwortet hat. Hör wieder durch. Hier wird's leiser, aber hier sind Bücher. Geschichtsromane. Es macht Spaß, sie zu lesen, obwohl ich die Zeitung vorziehe. Ein Fotoapparat. Was stand da noch? Oder besser eine Imitation. Moment, Globus. Wenn ich das zerbreche, werden auch meine Enkel dafür zahlen. Keine Ahnung, wer das ist. Wir müssen uns alles angucken, Leute. Um so möglichst viel zu erfahren. Oh Mann, dieser Typ ist sogar noch unordentlicher, als ich es bin. Schaut aber echt nicht so schlimm aus, finde ich. Kriminalromane und Thriller hier. Grammatikbücher und Nachschlagewerke. Der hat es ja richtig schön geordnet hier. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Japanische Schwerter. Oh. Dank dieser dämlichen Cartoons ist jetzt alles aus diesem Land in Mode. Was heißt die dämliche Cartoons? Das sind coole Animes, Mann. Schublade scheint zu klemmen. Wir können nicht interagieren. Hier gibt es nichts für uns. Vielleicht müssen wir später wirklich hier erstmal hin. Oder keine Ahnung, wie sich das hier überhaupt abspielen wird. Wo ist dieses Klavier jetzt? Oder was auch immer das hier...
Der Misston hat irgendwem nicht gefallen. Können wir das nochmal machen? Nee, können wir nicht. Eine unheimliche Stimmung ist gerade aufgekommen, nachdem ich da drauf gedrückt habe. Dekorative Früchte. Das ist teures Porzellan. Ich schätze, sie wollen nicht, dass jemand denkt, sie seien arm. Das ist ein Brief. Dokumente und Objekte. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden. Um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten, drücke X. Um die Rückseite zu lesen, drücke R. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen. Okay. Aha, lesen wir es mal. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Das muss dieser Hascher sein, oder? Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Das muss diese Box sein. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, mein Gehör, die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Noch irgendwas hier? Aha. Kannst du mir helfen, mehr über diese Spiele und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Meine allerherzlichsten Grüße, Isaac Färber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Ah, okay, alles klar. Das heißt von dem... Verstehe. Das hat er eine Freund ihm geschickt. Der Spiegel ist übel, sagt er. Okay, ich tippe ja mal, dass wir da hin müssen. Wollte mich trotzdem nochmal umschauen hier. Hier muss doch die Spieluhr sein, oder? Allerdings, das gibt überhaupt keinen Sinn. Schaut euch das an. Da ist die Tür. Aber hier ist ja ein Schrank. Okay, es wird ein bisschen weirdo. Klassische Musik ist hier aufgelegt. Also es wird hier sehr laut. Also ich denke, wir müssen in diese komische Tür. Da liegen überall Sachen herum. Das erinnert mich an ein Studentenwohnheim. Es gibt viel anzugucken hier. Können wir mit der Tür irgendwie interagieren? Ist das die letzte Aktion mit diesem Charakter, die wir machen? Was passiert hier? Hier wird es so richtig laut. Puh. Ich weiß nicht, ob das so gut war, ne? Und wir müssen wieder warten, Leute. Tja, wo kommen wir da jetzt dahin, da unten, ha? I'd hardly taken a step forward, when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. Na, da hast du was eingebrockt. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. Sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations. Nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this
impossible place. I wondered if I was going to die there. Okay, das war ein ganz schön mieser Beginn. Das ist also nicht der Hauptprotagonist. Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Aha, wie wir sehen, macht sich, ich glaube, das war Sophie, diese Ex-Frau, doch große Sorgen. Und ja, die guckt jetzt da vorbei. Na dann, ich glaube, mit ihr werden wir die nächsten Untersuchungen jetzt hier machen. Genau, Sophie van Dennent. Mhm. Lichtquelle, Kerze, 40 Jahre. Wir haben hier echt Stats, das wundert mich ein bisschen. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke und Gelassenheit gibt es als Attribute. Interessant. Oder kann ich jetzt wählen, wen ich jetzt benutze? Ich meine, in diesem Fall würde ich gerne der Story folgen. Wir haben hier Etienne Bertrand. Er scheint schneller zu sein, oder? Nee, genauso schnell. Ist nur stärker, ansonsten hat er wenige Stärken. 45 und benutzt auch ein Feuerzeug. Aha, und er schreibt sich alles Wichtige auf. Ne? Wir haben hier Alexander Laskin. Nutzt auch eine Kerze. Wer ist das? Sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers. Aha, okay. Er ist sehr stark, aber er ist überhaupt nicht gelassen. Also er flippt gleich aus und ist echt nicht schnell. Was ist denn das? Dann haben wir Alina Ramos. Sie ist schnell und unauffällig. Das sind ihre Stärken. Stärke ist sie durchschnittlich, aber nicht sehr gelassen. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt mal. Sie kann Duftkerzen anzünden. Aha. Keine Ahnung. Fangen wir an, das wird interessant, Leute. Nehmen wir Sophie. Oh, die Ladezeiten sind aber schon ziemlich, muss ich sagen. Puh. Das spielt 1998, Leute. Lang, lang ist es her, wa? Okay, sie kommt des Nachts dorthin. Nur eine Kerze. Ja, steht schon länger wahrscheinlich da. Können wir irgendwie schnell laufen? Aha, wenn wir L1 drücken, können wir ins Inventar gucken. Dann können wir Duftkerzen benutzen, kombinieren oder einsehen. Aha, so schaut es aus. Wir haben 3 Stück davon. So schaut das Ding aus. Okay, alles klar. Und Dokumente sind auf der rechten Seite. Seiteneingang. Sie klemmt sogar. Okay. Na dann. Rein mit uns. Mal sehen, ob wir schlauer werden. Ich glaube, erst jetzt beginnt das Spiel so wirklich. Wir müssen schauen, dass wir den Kollegen da finden. The door was open. Is there anybody home? Wir hören keine Melodie. Bücher im Foyer. Aha, die Uhr tickt. Das hat sie vorher nicht gemacht und zeigte 12 an. Aha. Interessant. Schon eine unheimliche Stimmung hier, muss ich sagen. Was ist denn das? Eine Notiz von Catherine, Hushers Frau. Die haben wir vorher nicht gefunden. Mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir deine Schlüssel in die oberste Schublade in deinem Büro hinterlegt. Ah, da, die Schublade, die geklemmt hat. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Womit? The Death Marches von Carla Schlomo. Aha, ein Gefangenentransport im Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist das Bild, was wir vorhin auch schon ein bisschen angeguckt haben. Aha, aha. Wir werden jetzt nicht nochmal alles anschauen. Kommen wir denn jetzt hier rein? Schon wesentlich unheimlicher hier bei Dunkelheit, oder?
knarzt es. Ein Klavier. Als kleines Mädchen habe ich auf so einem gespielt. Ich will mich hier noch nicht umgucken. Ich will direkt dorthin. Können wir aber? Doch, wir können. Schlimme Geräusche hier. Ein Tisch für 4 Personen gedeckt, aber keiner hat gegessen. Was ist denn das für ein Spiegel? Ich würde bequem unter den Tisch passen, wenn ich mich verstecken müsste. Müssen wir sowas auch machen? Mal sehen. Verschlossen. So, so. Dann müssen wir wohl erst ins Büro. Was sagt sie über dieses Porzellanzeug? Porzellanfrüchte. Mhm. Alles sehr alt und verstaubt. Okay. Wir brauchen den Schlüssel. Wo sind wir reingekommen? Hier rechts, nicht wahr? Ja, ja, hier müssen wir hin. Unheimlich. Schmieren. Wir müssen sie schmieren. Okay, damit wir an den Schlüssel kommen, müssen wir irgendwie die Schublade schmieren. Toll. Dann müssen wir uns umgucken. Also sie findet die Schwerter nicht so schlimm. Okay, ein bisschen bla bla, unwichtig. Wasser? Hascher muss einige sehr exklusive Sammler kennen. Schöne Kamera. Es ist nur eine Nachbildung. Okay, gucken wir uns um. Keine Ahnung, wo hier ein Schmiermittel sein soll. Romane, die Hasche selbst geschrieben hat. Ja, mein. Ich habe nie verstanden, warum Menschen wehrlose Tiere zum Sport töten. Da ist überall Ruß. Vielleicht kann ich es irgendwie anzünden. Aha, wir können hier vielleicht noch ein Feuerchen machen. Geschichtsromane. Sie hat sogar ein paar davon abonniert. Eine verwelkte Pflanze. Jetzt ist sie tot. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Die Flaschen. Ein Anblick einer solchen Menge an Flaschen erinnert mich an Daniel. Und unerfreuliche Zeiten. Hier kommen wir so nicht weiter. Wir können hier, glaube ich, auch mit dem Schallplattenspieler nichts machen. Gute Musik mit guten Weinen. Unter anderen Umständen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Was ist hier? Ach, hier ist das. Na, dann gehen wir wieder. Nehmen wir die andere Tür daneben. Die Atmosphäre ist sehr gut in dem Spiel, finde ich. Es ist eine sehr unheimliche Stimmung. Was ist das? Streichhölzer, gut. Dann könnten wir ein Feuer machen. Ein feines, äußerst edles Geschirr, aber mit Staub bedeckt. Wohin geht's denn hier? Aha. Die Quadratur des Kreises, wir haben sie vollzogen. Da ist es zu. Versuchen wir mal Feuer anzumachen. Wir könnten notfalls auch nach oben gehen. Nee, nicht da unten, sondern da hinten. So, können wir? Ja, benutzen, nicht wahr? Oh, jetzt müssen wir noch Holz finden. Tja, so leicht wird es wohl nicht, ein Feuer anzuzünden. Aber egal. Mir ist das jetzt auch gar nicht wichtig. Oh, Taschen, die habe ich noch gar nicht angeguckt. Ein Haufen Koffer, selbst für eine lange Reise ein bisschen Viehgepäck. Aber ich glaube nicht, dass sie umziehen. Waren wir doch auch jetzt. I should take a look on this floor first. Ach so, okay, hier gibt's noch was. Gut, wir waren nicht gründlich genug.
Ah, dann müssen wir neu anfangen. Was haben wir hier? Gepackte Koffer. Sie stehen überall. Aber wenn sie im Begriff waren, wegzufahren, oder sind sie... Aber waren sie im Begriff, wegzufahren, oder sind sie gerade angekommen? Ja, die wollten weg. Tippe ich jetzt mal. Hey, Moment. Tears in the Wind von Liam Edelman. Es ist schön melancholisch und hat leicht makabere Züge. Oh Gott. Ich habe angefangen, genauso zu denken, wie ich mit Kunden über Kunstwerke spreche. Von innen verriegelt. Sehr eigenartig. Oh, wo sind wir denn hier? Hier ist ein Fahrrad. Leicht beschädigt, aber immer noch schön. Vielleicht finden wir hier ein Schmiermittel. Liebe Motorräder, aber ich habe nie den Mut gehabt zu fahren, besonders weil Daniel mich darauf hingewiesen hat, wie gefährlich sie sind. Tja, sind sie auch, aber machen trotzdem Spaß, nicht wahr? Was steht hier? Bedienungsanleitung für Boiler. Oberes Bedienfeld. Abschalten, drücken Sie linken Knopf. Start, drücken Sie mittleren Knopf. Entleeren, drücken Sie rechten Knopf. Aha, im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Aha, Strom. Hier geht gar nichts in dem Haus. Was haben wir hier? Metallkiste. Können Sie nicht öffnen. Ja, genau, es gibt keinen Flachkopf. Schraubenzieher. Meine Güte, wie kann das denn sein? Da können wir nichts tun. Nee. Also mit einem... Moment, haben wir das jetzt mitgenommen? Nee, wir haben nur dieses hier. Ah ja, wir haben die Metallkiste dabei und... Okay, alles klar, die hat sie mitgenommen, gut. Aber ein Schmiermittel haben wir dann doch nicht gefunden, was mich echt überrascht hier. Hey, wir kommen also wieder nicht an den Schlüssel. Nee, hier ist weiter nichts. Die Knöpfe vom Boiler kann ich jetzt eh nicht drücken, weil wir noch keinen Strom haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier das ganze Haus wieder auf Vordermann bringen müssen. Wirklich nicht, das ist ja echt eigenartig. Okay, da. Da kommen wir nicht rein. Ist von innen verriegelt. Okay, was ist diese Tür? Alarmanlage. Ein Grab mit Krokodilen würde zu diesem Haus besser passen. Fettigen Fingerabdrücken. Was ist denn hier? Nichts, wir können nichts tun. Nee. Ich höre hier ständig irgendwelche, weiß ich nicht. Wie soll man das beschreiben? Klempnergeräusche. Hier ist wieder ein Hut. Aufgehängte Jacken. Niemand muss es also zu Hause sein. Okay, wir haben uns umgeguckt und nichts gefunden. Machen wir die Runde nochmal. Was ist das? Okay, hier. Da waren wir noch nicht. Frische Früchte. Kochbücher. Was ist das? Ein Ring. Ein Metallring. Da ist noch Kaffee übrig. Das ist ja gefährlich. Können wir da irgendwas machen? Wie kann ich damit das Wasser beseitigen? Lass dir was einfallen. Yes. Oh. Lesen. Oh. Saul 7. Also wir haben einen Ring. Keine Ahnung, wie der uns weiterhilft. Keine Ahnung, wie wir dieses Wasser da wegmachen können. Ich habe ja nichts. Ein Wischmopp, irgendwas. Kein Plan.
Hier braucht man einen Schlüssel. Hier nicht. Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Konserven, Cornflakes und eine große Auswahl an haltbaren Lebensmitteln. Ölkanister. Schmiermittel, da ist es. Cool. Endlich. Damit können wir an den Schlüssel endlich kommen. Gut. Irgendwas passiert. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte Dreieck. Aha. Okay. What was that? Wir müssen das wohl untersuchen. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden. Wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. So. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke L3. Die Karte wird also ständig aktualisiert. Oh. Das ist interessant. Ja, dann sollten wir durch. Wenn man da nichts hört, ist alles gut. Aber wir sollten aufpassen. Moment, ich glaube, hier ist gut rauszugehen. Können wir hier lauschen? Können wir nicht. Okay, das heißt, alles okay? Aha. Also, wenn es dir nicht angezeigt wird, ist alles okay. Hier ist wohl nichts. Genau, den Ölkanister. Okay. Benutzen Viereck. Na dann, auf. Den haben wir. Können wir den kombinieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, ich wollte nur gucken. Also, ich dachte es mir auch nicht. Wir brauchen, glaube ich, da einen Schraubenzieher. Die Frage ist, zu was ist dieser Schlüssel gut? Oh yeah. Mal gucken. Eine Vermutung geht hier. Oh. Dann gehen wir doch mal ran. Hello? Sorry, who is this? I can't understand you. We can't leave my room. What the? Aha. Wahrscheinlich oben. Sounded like a child. Is he in the house? Ja, da würde ich auch gern hingehen. Ich würde aber auch gern gucken, ob der Schlüssel hier passt, wenn wir schon mal da sind. Viereck muss man dafür drücken. Yes. Es geht. Natürlich möchte ich wissen, was hier ist. Lesen wir das mal. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Julia? Als ich im Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen. Aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war.
Können wir es drehen? Ja, hier. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke die Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Aha, den einen Schlüssel im Puppenhaus versteckt. Ich werde sie wieder erholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Mhm. Eine hat Hunger, also macht ihr vorhin das Abendessen, weil sie es in der Küche gut riecht. Ach so. Eine andere liest, wenn... Okay, das Dokument ist wichtig. Müssten wir vielleicht öfter noch angucken. Machen wir gleich noch. Was ist das, wenn ich den Schraubenzieher... Moment. Benutzen. Du weißt nicht, wo du es benutzen sollst? Ich zeig's dir. Du benutzt ihn so. Du kombinierst ihn mit dem hier. Boom. Dann ist er offen. Siehst du? Sicherung. Sicherung für den Strom. Alles ergibt langsam Sinn. Okay, gut. Was ist das jetzt hier? Was zum Teufel? Hier ist definitiv eine Präsenz. Der Geruch von Tabak, Schädel, Waffen an der Wand. Ich glaube, deshalb fühlt sich der Raum für mich so trostlos an. Auf dem Tisch herrscht Chaos. Ein Plattenspieler mit einer Platte von Vivaldi, bereits abgespielt zu werden. Ich bevorzuge Chopin, aber trotzdem keine schlechte Wahl. Wir können hier nichts tun, aber es ist ziemlich unheimlich hier. Wir gehen mal wieder raus. Da ist was da hinten. Daniel, is that you? Ich denke nicht. Wir müssen dagegenhalten. Warte mal, was? R2? Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken und sie zu blockieren, drück auf R2. Okay, wir sammeln Kraft und drücken dann R2 sozusagen. Das war unsere erste Begegnung mit was auch immer. Halte die Tür. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher. Aber bleibe weiterhin auf der Hut, was auch immer das war. Es könnte noch Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Oh Gott, what the hell just happened? What was pushing that door? Wir lauschen mal. Also diese Tür sollten wir auf keinen Fall öffnen. Definitiv. Okay. So, was können wir denn dann tun? Wir haben jetzt Sicherungen. War das schlau, es einfach zu öffnen? Jetzt können wir hoch. Und dem Kleinen zu helfen. Ich lausche mal diese Tür. Können wir nicht. Aber wir haben Sicherungen. Helfen die uns denn nicht weiter? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich die anbringen soll. Was haben wir denn überhaupt im Inventar? Wir haben den Schlüssel, Streichhölzer, Ring und Sicherungen. Na, dann gehen wir hoch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich möchte die Folgen, damit ihr es Bescheid wisst, circa eine Stunde halten, weil es ist reines Gameplay. Und es wäre doch schade, wenn wir das einfach abbrechen würden. Hier hing ein Wild, aber es ist nicht mehr da. Und da unten ist ein Porträt aus dem Jahr 1634. Warum schlägt mein Herz so krass? Die Straßen sind so ruhig. Hier schlägt mein Herz so krass. Oder ist es irgendwas passiert gleichzeitig, als ich das Bild angeguckt habe? Vielleicht brauchen wir bald eine Duftkerze, was? Ein Bild von Hushers Frau Catherine mit ihren Kindern Julia und Saul.
Schau dir dieses Foto nicht an. Danke für den Hinweis, der ein bisschen spät kam. The Golden Bonfire. Dark Souls? Ich sollte öfter lauschen. Das muss ich mir angewöhnen. Hier höre ich ein leises Grollen. Ein sehr leises Grollen. Ähnliches hier. Ich glaube, dann ist dann auch nichts. Die Frage ist, wo sind die Kinder? Schaut euch mal das hier an. Das sieht gar nicht gesund aus. Ah, hier spüre ich wieder den Herzschlag. Tja, was ist das bitte? Figuren und Masken aus fernen Ländern. Wenn ich so viel Zeit hätte wie früher, würde ich hier verreisen. Mal sehen, ob ich Amelia oder Bernard überzeugen kann. Okay, hier geht's weiter. Ist das eine Falle? Ist hier schon längst keiner mehr? Hier geht es noch viel, viel weiter. Okay, dann untersuchen wir erstmal das hier vorne. Erstmal lauschen. Hier höre ich wieder nichts. Da gehen wir mal rein. Alte Gemälde, die ja anscheinend wertvoll sind, am Boden. Pinsel und Acrylfarben. Hm? Das ist ein Fotostudio hier. Falltür. Die Markierung auf dem Boden hängt auch irgendwie mit der mit dieser Falltür zusammen. Echt jetzt Falltür? Ich weiß gar nicht, ob wir das benutzen können. Ist schon klar. Frag mich, was wir hier machen können. Ich glaube kaum, dass wir irgendwas machen können. Nee. Wir können hier nichts machen. Vorerst. Da war noch eine Tür. Ja, shit. Ich kann diese Tür nicht öffnen. Ist da was? Eigentlich nicht. Und hier? Da ist, glaube ich, auch nichts. Es ist das Bad. Hygieneartikel. Ein Geschirrtuch. Das ist witzig, wie sich das wölbt. Das ist echt witzig gemacht, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie kombinieren können. Wir haben es jetzt erstmal. Wir können damit irgendwas vielleicht wegwischen. Okay, Leute, wir machen jetzt nochmal den Ausflug Richtung Kinderzimmer. Und dann müssen wir für heute Schluss machen. Mal sehen, was jetzt passiert. Uiuiui. Das ist nicht das Kinderzimmer. Impressionistische Landschaft von 1905. Da ist doch irgendwas für uns. Eine Fernbedienung. Gott, wir finden viele, viele Sachen. Ein schöner Sessel umgeben von Büchern. Irgendwie vibriert mein Pad. Merk dir diesen Tisch, wenn du einen Ort zum Verstecken brauchst. Anscheinend kommt irgendwann auch mal solche Entität auch zu uns ins Zimmer. Das kann ich mir nicht denken. Enzyklopädien, Wörterbücher, Nachschlagewerte aller Art. Was haben wir hier? Irgendwas blockiert das Schloss. Ein abgebrochener Schlüssel. Können wir da irgendwas tun? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben, was hilft. Nö. Dachte ich mir. Würdest du dich... Ein Karteikasten mit Kontaktinformationen. Wir haben mehrere in der Galerie, aber unsere sind aus diesem Jahrhundert. Alles klar. Was steht da? Überwiegend afrikanische Masken. Einige stammen aus Indien. Allerdings kenne ich mich damit nicht genau aus. Ich auch nicht. Also wir kommen nicht in diese Tür. Es ist auch nicht das Kinderzimmer. Okay, hier dieser Schrank, da können wir hin, falls irgendwas kommen sollte.
Das ist aber das Gewächshaus, wo wir hier sind. Das ist. Ne, es ist sogar der Balkon. Yes. Mit dem könnten wir da hinten den Stift rausziehen. Also wir finden viele Sachen, die nützlich sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, dass diese Batterie zu diesem Strahler gehört. Naja gut, wir brauchen vielleicht Kabel, wir brauchen vielleicht... Hier gibt es Dünger, was gibt es hier, Pflanzen. Da hinten scheint noch was zu sein. Alles Gute zum Jahrestag. Eigenartig. Nee, ich glaube, wir sollten wieder rein und auf die andere Seite. Und dann müssen wir zum Abschluss kommen. Mal sehen, ob noch was passiert hier am Ende. Ein Brief. Lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich einen dringenden benötigten Auszeit nehmen werde, um mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und mich nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann. Vor allem, da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir dann besser geht. Isaac Färber. Ist da was? Nein. Können wir rein? Ja. Wieder ein Schallplattenspieler. Was? Das Gerüst kommt hierher. Aha, somit können wir vielleicht nach oben. Interessante Mechaniken. Das ist schon ein... Hier höre ich einen... Is there someone on the other side? Hier höre ich das Geheul. Wir kommen aber nicht rein. Weil... Aber, I have to get in there. Aber wie denn? Wie kommen wir rein? Wie, ist die Frage. Ich habe keine Antwort drauf noch. Ich glaube, wir müssen es jetzt aber dabei bewenden lassen. Wir kommen jetzt auf die andere Seite dort rein. Haben wir noch die Zeit, das zu machen? Eher nicht so. Wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen jetzt aufhören, Leute, für die erste Folge. Das ist ein interessantes Spielchen. Mal sehen, wie es weitergeht im Song of Horror. Schön, dass ihr heute reingeschaut habt. Gucken wir einfach das nächste Mal weiter. In dem Sinne... Habt einen schönen Abend, Leute. Genießt die Zeit. Bis demnächst. Euer Mac Mo. Peace out, Leute.